Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Long War und einem abgestürzten Assault Carrier, um den wir uns noch kümmern wollen. Wir vermissen noch zwei Heavy Floater. Nicht ganz hin. I'm rolling. Okay. So, du bleibst erstmal noch hier in der Luft. Kostet ja nichts. Unterwegs. Wir haben noch zwei Battle Scanner. Okay, da ist er. Begebe mich auf Position. Dich wollte ich da nicht in haben, ne, egal. Rolling out. Ups. Da. So, greift er an oder haut er ab? Haut ab. Ja, die fliegen zurück. Die wollen zur Brücke. Wenn du vielleicht wenn du Glück hast, kannst du ihn sehen, wenn du... Touching down. Rolling out. Verstanden, los geht's. On the move. Vorne. I'm on the move. Stepping off. Overwatch, aye aye. Mach mich los. Mal keine Rakete verschossen? Mein lieber Mann. Ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass wir einen Rocketeer dabei haben. Oh, die Dinger sind noch intakt. Sehr schön. Ich meine, es fehlen noch zwei. Es fehlt nicht nur einer. Ich meine... Stepping off. Double time. Okay.
begebe mich auf Position. On the move. Roger that, scanning. Ich kümmere mich drum. Ne? Okay. Okay, glitscht durch die Gegend. On my way. Kann's denn echt nicht sein? Hm, gut. Wollen wir einen einfangen? Ne, wozu? Pacified. Moving to designated position. Я пошла. Affirmative. Moving out. Könntest du nirgendwo rüberspringen? Was soll das denn? Nein. Bitte sehr. Extra Würste. Machen wir gerne. So, du komm jetzt auch mal mit hier. Feuer dürfte dich nicht stören, weil Titan, ne? Ja. Hindern. So, du. Okay. Начинаю наблюдение. Vielleicht ist es nur noch ein Pot. Auch denkbar. Also ein Pod plus der Flöter, der uns fehlt. Das ist hilfreich, Spiel. Wo ist er? Da ist er. Kannst du ihn von da sehen? Nope. Also weiterlaufen. So, Aufstellung nehmen. Das darf nicht wahr sein. Außer Suppression heraus, 27% Interest. Das ist so ein... Yep. I'll get him next time.
Verdammter Scheiße. I'm on it, Commander. Easy now, Soldier. So, dann fehlen wir wie viele noch? 4, also können wir es ruhig nochmal machen. So, jetzt kommen wir ja zum heiklen Teil. Understood. Moving out. So, das werden wahrscheinlich Outsider sein, weil wir nichts hören. On the move. Nur müssen wir einfach Sektoid und Sektoid Commander, die wir nicht hören, weil sie sich nicht bewegen. He's down. Enemy in sight. Okay, das ist, glaube ich, nicht der Command Pod, oder? Schauen wir mal. Kannst du den sehen? Das wäre... Ah, fuck it. Du kannst ihn sehen. Got him covered. Nice! Oh, 16! Ohne Crit! Mein lieber Mann! Also manchmal ist das Spiel schon ein bisschen strange. Okay, dann pups ihn mal weg. 93%. Jo. So, du bleibst da, du bleibst da, du komm mal nach hier. Overwatch, aye aye. Feldposten, verstanden. Rücke aus. Okay, ein Sektoid. Google Gaggle. Okay, noch ein Sektoid. Ist jetzt die Zeit für Zärtlichkeiten? Offensichtlich. Noch ein Sektoid. Noch ein Sektoid. Mutiger Sektoid. Rambo Sektoid. Mindfray Sektoid. Auf unseren. Aber wenigstens panikst du nicht. Ich meine, du bist unser super... Ich meine, du bist... du hast einen Will von... Ich meine, jetzt ist er sowieso runter, aber ich glaube, du hast 70 oder so. Und unser Gunner, unser LMG Gunner 90. Du bist eigentlich wirklich der beste Psi-Medic. Aber nee, du bist ja eigentlich Combat-Medic, aber ist auch egal. So, wer ist denn hier der Verantwortliche? Weiß ich nicht.
Bin dran. Augen auf. Okay. Bist du der? Nee. Ja, du bist der Chef. Also, der neue Chef, nachdem wir für deine Beförderung gesorgt haben. Kommt da irgendwer hier rauf? Nope, dann ist immer das gleiche Problem. Und sehen wirst du... Du kannst mal in den sehen. Du kannst den sehen. Mach. Hast zumindest Holo-Targeting gemacht. Und ich meine, wenn du jetzt triffst, ist es sowieso egal. Wenn du jetzt triffst, ist es sowieso egal. 78, 81 oder was? Zweimal hinter... Das ist doch echt... Also das ist schon so ein bisschen verscheißern jetzt, ne? Spiel... Ich meine, es ist jetzt egal, aber... Ich weiß, es ist Zufallsgenerator, das ist nicht verscheißert, das ist keine böse Absicht. Es ist trotzdem so frustrierend. Die Deckung kaputt ist. Okay, nur außenrum, okay. Will do. Gott sei Dank. Target disabled. I'm running low on ammo. Oh, und ja. Okay, war der Commander offensichtlich der Commander? Tara. Und hatte keine Outsider als... An impressive feat. Our troops suffered no casualties, while also... Naja, nur die Nerven des Kommandanten. Let's hope all of our operations go this well in the future. Ja, war eine Menge Floater. 29. Aber dick Sachen eingesammelt, sogar ein bisschen Meld und alles kaputt, natürlich. Aber zwei Fusion Cores, fantastisch. Wäre echt ganz schön, wenn man mal Sachen heile, aber...
Uns fehlt noch ein verdammter Flight Computer für. Dann können wir noch einen Firestorm bauen. Wir brauchen 8 und wir haben 7. Richtig? Ja. Okay. So, okay, was Dylan, du hast irgendwas gekriegt. So das. Dylan Carwood. Okay, genau, der wollte ich. Euch will ich die, genau, die Mind-Merge-Geschichte geben. So, dann wollen wir mal gucken, wie ist die Research-Lage? Fusion Weapons noch 3 Tage. Auch ganz gut aus. Aircraft List 2. Okay. Asia ist ein bisschen dünn. Okay, wir haben eine EMP Cannon in Europe und wir haben. Haben wir nicht noch eine EMP Cannon? Du, das ist der letzte Firestorm, den wir gebaut haben. Ja, du müsstest. Ja. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal noch, ob wir zu den Fusion Weapons noch kommen. 500, das ist eine Menge. Ich brauche kein Geld mehr. Ich meine, Russia könnte ein bisschen Panic Shield gebrauchen. Die sind das einzige Land, das noch im gelben Panic ist. Aber ich meine, wir brauchen die Alloys einfach. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen, aber not now. Aber mal gucken. Russia ist das einzige, das nur noch im Dreierbereich ist. Und ein bisschen Shield würde nicht haben, aber ich meine, Alloys, nee, wozu? Ich meine, wir holen zur Not auch einfach alles runter. Okay, Scout über China. Na gut, das machen wir mal. We have eyes on the bandit. Closing on target. Destroyed, wie üblich. Contact detected. Large Abductor. Den würde ich sagen, lassen wir mal landen. Commander, the Council isn't going to be happy about this. We need to protect our satellites, or we're going to lose coverage. Ja, nur wir hatten überhaupt kein Satellite angegriffen, du Vollpfosten. Commander, we're receiving several urgent requests for assistance. There are abductions in progress at each marked site on the hologlobe. China, Panic, Heavy, Heavy, okay. Ja, würde ich sagen, hängen wir das einfach noch dran, dann machen wir das jetzt auch noch. Gucken wir uns mal die Karte an. Dann suche ich mal unsere Leute zusammen. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Die ist lustig. Also, die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in diesem in dieser ganzen Kampagne, in diesen 260 Videos oder wie viele es sind. Cool. Ich stelle mal unser Team zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Irgendwas beachten? Ja. Wollte ich noch irgendwen irgendwo reinstecken? Ins Psi-Labor, das darf ich nicht vergessen. Wir haben da wieder Psi-Labor. Also, wir sehen uns gleich wieder mit einem zusammengestellten Team. Bis gleich. Okay, hier haben wir unser Team. Wir haben eine Beförderung für den Kollegen Zeus. Du bist der letzte Scout, der noch nicht gemaxt ist.
Und bekommst als Gunnery Sergeant Sprinter. Und ansonsten nehmen wir mit. Commanding Officer, Nachwuchs. Commanding Officer ist Viking. Nachwuchs Sniper, Alecto. Gunner ist SAW Gunner ist Kong. Wir nehmen als Medic, Psi-Medic, oder ne, Field Medic, du bist Field Medic. Aber du bist unser, bist der stärkste Psioniker hier. Tinktur nehmen wir dafür mit. Dann haben wir Zeus, haben wir dabei. Wir haben Kramer als Capturing Engineer. Baldyman, unser Jäger-Mech mit subtiler Wummel wie üblich. Und Multipass nehmen wir mit als unseren Close Encounters Assault mit Breaching Ammo, Beinprothese und Dings, Impact Vest. Ich würde sagen, das sieht soweit ganz gut aus. Ich hoffe, dass wir irgendwas zum Capturen finden. Also ein Ethereal, der schon schwer verwundet ist oder irgendwie sowas in der Art. Dass wir da mal vorankommen. Und dann trage ich noch kurz die Änderung ein und dann fliegen wir los. Okay, na gut, dann würde ich sagen, Aufbruch. Prepare for deployment strike. We're heading into China for the next operation. We're still picking up transmissions indicating alien movement in one of their major city centers. We should get down there and secure the area ASAP. Roger, Big Sky. Reading you 5 by 5. Das ist dieser enge Korridor. Okay. Na gut. Position confirmed. Sweeping. Okay. Zumindest sehen wir schon mal was. Was sehen wir denn? Nichts, was sich zu capturen lohnte. Sind das normale Sektor, ist jetzt ehrlich? Gruppe, sowas gibt es auch noch. Okay, der komische Mektoid ist dahinter offensichtlich noch irgendwo. Moving out.
Oh, da bist du, okay. La 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 la. Zum Glück haben wir einen Arzt dabei. Come on, you'll be back in the fight ASAP. Yeah, damn it. Noise. Okay, seid mal nicht aktiv. Ihr könnt euch ziemlich weit bewegen, seid aber auch noch nicht aktiv. Noise. Okay, danke für die Asset-Geschichte. Okay, danke fürs Overwatching. Okay, so. Machen wir das diesmal jetzt ein bisschen schlauer und laufen das Overwatch so ab, wenn wir die aktivieren, aber ist egal. Ich will aber das Overwatch ablaufen. Drei Prozent. Wirklich. Nee. Das müsste ein freier Schuss sein. Ist es aber nicht, weil... Okay. Fuck you, Game. Sechzig vorbei. 60 getroffen. Okay,
Okay, du könntest den eventuell noch paniken. Das heben wir uns mal auf. Zweimal 83. Die Aliens treffen 3% und wir treffen 83 zweimal hintereinander nicht. Das klingt fair. Wieso ist das nicht in the zone? Der war geflankt. Oder nicht? Hm, ja. Zwölf mit dem Precision Shot. Bei 70% Critical. Kein Critical. Natürlich nicht. Okay, ist diese Art von Mission. Ich bin so richtig gut drauf. Wird Zeit, dass ich mit dem Spiel aufhöre. Für heute. Oh Gott. Das ist so. Wird klappen. Natürlich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, es ist alles Zufall, aber es ist einfach. Ja, ja. Whatever. Okay. Hostiles down. I'm out of ammo. Hostiles pacified. I'm on it, Commander.
for all. Defensive posture behind me. On grenade. Und bumm. 3 und 2. Yep. Yep. Okay, also ich meine, wenn wir... Ich meine, es ist so gesehen ganz gut, weil wenn jetzt nur so eine Scheiße passiert in dieser Mission, und das scheint ja der Fall zu sein. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das gleich nochmal passiert. Sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es gleich nochmal passiert. Und den. Ja, mach den weg. Oh Gott. No longer a threat. Natürlich. Location confirmed. Ist der das, von dem es ausgeht? Oder ist der, der es kriegt? Der ist mind-merged. Receiving. Assisting. Meine 75% ist illusorisch, dass wir die treffen, natürlich. Adjusting sights. Eins. Die Dinger machen 5. Ne? Also im Schnitt. Wir machen 1. Okay. Ja, Cointosses werden nicht getroffen, das ist bemerkenswert. Ist natürlich keiner mehr da, der Schaden nehmen kann. Wir haben ja auch immerhin mit 2 Granaten 3 bis 4 Schadenspunkte gemacht. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Können wir den da hinten mal wegnehmen? 75% wird... Oh, du hast... Okay! Hurra! Rejoice! 75% getroffen. Du musst nachladen. Das ist blöd. Ja, hab keinen Bock mehr. Also rauf da. Jetzt machst du 8 und 6. Gucke, so kann man auch würfeln. Und du... On the move.
So, du bedankst dich mal bei dem Penner. Bye bye. Waren das alle? Das war heavy. Nee, das waren noch nicht alle. Okay. It's killing time. Haben wir noch... Got it coming. Healing. Locked and loaded. Die brauchst du. Okay, wir haben nicht mal genug Healing für dich. Klappt nicht. Bullshit. Ja, das ist eine schöne Mission, die macht Spaß. Wie ihr merkt, ist es eine von diesen Dingern, wo das passiert, was da beim Computerspiel üblicherweise nicht passieren sollte, dass die Stimmung während des Spiels immer schlechter wird. Ich meine, es ist ja alles völlig harmlos, passiert ja nichts, ne? Aber weil, wenn die können ja keinen Schaden, die machen ja keinen wirklichen Schaden. Es ist halt nur so. Es ist halt irgendwie, es ist frustrierend. Das ist das. Aye, aye, Commander. So unglaublich frustrierend. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie totalen Bullshit gemacht haben. Ich meine, bis auf das Rennen in den Overwatch da, das war Bullshit. Aber ne, wir haben ja nicht, wir sind ja nicht für irgendwas bestraft worden. Es war einfach nur reiner Zufall, dass es nicht funktioniert hat. Und mit oh, falsche Taste. Oh, das ist halt. Let's rock. Okay, ein Scheiß. I've got a visual. Okay, und dann crasht das Spiel jetzt, oder was? Hallo? Spiel? Nein. Wieso? Whatever. Affirmative. 37%. Achso, weil du schon... Oh, die falsche Waffe hast, wollte ich gerade sagen. Und weil du schon Schaden genommen hast. Und wie viel sind es jetzt? 64. Der ist geflankt. Naja, gut. Und, oh, du schießt natürlich 64. Nee, nee, nicht in dieser Mission. Ne, aber um das noch abzuschließen. Also, es passiert ja nichts. Es ist ja alles völlig harmlos. Aber es ist einfach etwas, was... frustriert. Wenn man sofort Zufallsgenerator... Also, und ich meine jetzt zum Beispiel, das Ding war markiert. Das ist jetzt nicht Zufallsgenerator, das ist einfach nur scheiß Game Engine. Jetzt rege ich mich auch über alles auf. er war definitiv rot markiert von dem, ne? Aber da... was soll's? Ich meine, so eine Mission ist dann wieder auch mal ein Grund. Ich meine, das könnt ihr dann auch mal sozusagen erfahren. Also wenn ich so eine Mission habe, die so ablaufen, also wo ich einfach das Gefühl habe, ich weiß, dass es nicht stimmt, ne? Dass einem das Spiel sozusagen den Mittelfinger zeigt. Mit so, vor allem, also wenn die Lightning Reflexes mit 3% getroffen werde und dann zweimal 80% vorbeischieße, das ist schon... Ne, das führt dazu, dass man alles andere auch gar nicht mehr wahrnimmt, was jetzt in der Mission noch passiert ist, an Positiven und Negativen. Also das Negative schon noch, aber das Positive nicht mehr.
Das führt dann auch dazu, dass ich danach dann auch immer froh bin, dass ich üblicherweise XCOM in so Blöcken aufnehme, sodass ich jetzt auch mal für 2 Wochen dieses Scheißspiel nicht mehr angucken muss. Und ne, mich dann wieder den ganzen Kram vergessen kann und dann ist auch wieder gut. Aber ach, das ist... So, ja, jetzt drauf 32, wirst du treffen? Nein, auch nicht, okay. Was? Hast du, war da ein Overwatcher? War ein Overwatcher. Ist mir egal. Okay. Der das Spiel crasht. Fantastisch. Naja, das... Oder schießt du noch? Ich glaube, er schießt nicht mehr. Yep. Nein, er schießt doch noch. Oder schießt nicht? Oder... What? Oder hat er nicht getroffen? Ihr habt es gesehen, ne? Der war plötzlich... Also stand Opportunist? So, du... Das wärst du ja gewesen. Du hast Opportunist? Nee. Wer soll denn da bitte schon geschossen haben? Ist da noch einer? Nö. Was? Hast du Opportunist? Nein. Wo? Spiel? Wo soll denn dann der... Da stand doch Opportunist Dingens. Und also stand... ne? Goddammit. Reaction Shot und Gedöns. Und da war doch, stand der Opportunist. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ja, also, worauf ich hinaus wollte, ich habe ja wieder ein, zwei Videos jetzt auf Halde produziert und 2 Wochen kann ich zwar nicht Pause machen, aber zumindest für 1 Woche wird es reichen. Und dann kann ich das etwas sacken lassen. Diese Drecksmission, die jetzt hoffentlich vorbei ist. Gab's gar keinen Meld? Offensichtlich. Ja, also das war eine Mission zum Abgewöhnen. Und, naja, habt ihr das auch mal gesehen? Well done, Commander. Ich meine, es ist ja nichts passiert. Es ist halt nur das einzige Opfer ist halt meine Kontenance gewesen. Sonst ist alles hier, ne? Ich meine, hat ja auch nichts gegeben. Also es war eine völlige Mission für den Eimer. Ich meine, Geld brauchen wir nicht. Panic in China war eh auf Null. Also, aber gut, haben wir noch eine Mission gemacht. Nach der spaßigen, wenn auch ein bisschen seltsamen, Crashed Assault Carrier Mission, dann noch so eine Abduction Mission zum Abgewöhnen. Ich meine, es wäre im Nachhinein besser gewesen, wir hätten das Abduction Schiff abgeschossen, nur gut, dann wäre es wahrscheinlich nicht gecrashed, sondern explodiert und da hätten wir gar nichts gekriegt. Außerdem hätten wir dann wahrscheinlich für einen halben Monat unseren Firestorm verloren, weil die ja dann doch ziemlich viel Schaden machen. Und da wäre witzigerweise wären dann 3-mal so viele Aliens im Schiff gewesen, als bei der eigentlichen Mission. Das ist ja auch very strange, aber ist egal. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, bedanke mich fürs Zusehen, versuche mich wieder zu beruhigen und das Positive zu sehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Long War und in alter Frische. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.